Lass uns heute mal über deinen Kundenservice sprechen. Was bietest du für einen Kundenservice, wenn jemand bei dir online einkauft? Wenn er in deinem Etsy-Shop zum Beispiel was einkauft oder in deinem Casuba-Shop oder in deinem eigenen Online-Shop, was bietest du da eigentlich für einen Kundenservice? Und da meine ich quasi alles von, wie packst du das Paket ein? Wie kommt es dann beim Kunden an? Wie persönlich oder wie unpersönlich? Wie bist du für den Kunden erreichbar? Also kann er dir E-Mails schicken und antwortest du da drauf? Oder wenn der Kunde bestellt hat und noch eine Frage dazu hat, in welchem Zeitraum antwortest du ihm denn dann und auf welchem Wege? Ich habe nämlich selbst gerade was bei einem wolligen Online-Shop bestellt und ich habe selber 3 Stück und ich weiß, was das heißt, Kundenservice zu machen, die Kunden zu begleiten, den Kunden ein sicheres Gefühl zu geben, dieses ganze Anonyme so ein bisschen rauszunehmen. Und ich habe was erlebt, das kann ich dir sagen, das war ein unterirdischer Kundenservice. Eigentlich könnte man sagen, es war ein nicht existenter Kundenservice und ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Und das möchte ich dir einfach berichten, was meine Erlebnisse waren und dir einfach ein Beispiel geben, wie du es auf gar keinen Fall machen solltest. Falls du neu auf meinem kreativen Kanal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin Sabrina. Ich bin seit über 10 Jahren im kreativen Bereich selbstständig, habe ein Wollgeschäft, bin mittlerweile Vollzeit selbstständig, habe 3 verschiedene Online-Shops und ich weiß, wie wichtig das ist, einen guten Kundenservice zu bieten und ich tue da auch alles, die Kunden zu überraschen, und auch einfach, dass sie sich geborgen fühlen und dann immer und immer wieder bei mir kaufen. Und heute geht es hier in diesem Video zum Thema Kundenservice und meine Geschichte, was ich gerade erlebt habe an sowas von einem nicht existenten Kundenservice. Und ich möchte dir das einfach an meinem Beispiel verdeutlichen, wie wichtig es einfach ist, dass du den Kunden mitnimmst, dass du auf Kundenanfragen reagierst, nicht nur vor der Bestellung, sondern auch schon während der Kunde bestellt hat und bezahlt hat und er dann auf die Ware wartet, was einfach dann total wichtig ist. Jetzt berichte ich dir erstmal von meinem Erlebnis, was ich jetzt gerade hatte. Ich betreibe ein Wollgeschäft und ich habe auch wollige Online-Shops und in einem verkaufe ich Anleitungen, das heißt, da muss ich nichts verschicken, aber in den beiden anderen verschicke ich Wolle, Stricksets, Häkelsets und so weiter. Ich weiß also, was es bedeutet, Kundenservice zu bieten und auch wie arbeitsintensiv das ist, auch vielleicht Rückfragen, Reklamationen zu bearbeiten. Also die ganze Bandbreite ist mir wohl sehr bekannt und normalerweise bestelle ich ja meine Produkte bei meinen Lieferanten. Also ich bestelle dann beim Großhändler zum Beispiel irgendwelche Wolle, dann bekomme ich die und dann verkaufe ich die an meine Kunden weiter. Nun fehlte mir etwas, was es leider beim Großhändler nicht mehr gibt und auch der Hersteller nicht mehr herstellt. Und ich habe dann einfach im Internet gesucht und wollte das einfach unbedingt einmal noch für meinen Laden haben, dass ich es einfach habe, dass ich dann da, sage ich mal, den Kunden das daran zeigen kann. Und dann habe ich einfach recherchiert und geguckt und habe auch zufällig andere wollige Online-Shops gefunden, wo ich genau das gefunden habe. Dann habe ich mir einfach einen rausgesucht und habe dann das dort bestellt. Und ich habe schon während der Bestellung, da gibt es ja immer öfter so ein Freitextfeld, wo man nur hier ihr Kommentar zur Bestellung, habe ich das schon eingetragen und habe gesagt, hey, ich weiß, dass es das so eigentlich nicht funktioniert, aber ich habe selbst ein Wollgeschäft und es fehlt mir halt und es wäre total super, wenn du mir das zukommen lassen würdest und so weiter. Also ich habe wirklich schon gleich von Anfang an mit offenen Karten gespielt, hey, ne, ich mach sowas Ähnliches wie du, ich brauche das einfach und naja, auf jeden Fall sehr, sehr nette Nachricht und habe das dann halt bestellt, gleich per PayPal gezahlt, super, habe auch eine Bestellbestätigung von diesem Online-Shop bekommen und alles schick und dann habe ich nochmal, weil ich manchmal weiß, dass diese Kommentar, ja, sage ich mal, Felder während so einer Bestellung auch mal untergehen können, habe ich dann noch eine super nette E-Mail hinterhergeschickt und gesagt, hey, ich habe gerade in deinem Online-Shop bestellt das und das und ich habe ein Wollgeschäft und mir fehlt das halt und es wäre einfach total super, wenn du mir das zukommen lassen würdest. Also ich habe es ja auch zum normalen Kundenpreis bezahlt. Also ich wollte nicht mal einen Rabatt haben oder so, weil ich auch Händler bin oder, ne? Also ich wollte einfach nur dieses Produkt haben. Und was passierte? Gar nichts. Ich habe gewartet und gewartet, dass vielleicht irgendwann mal eine E-Mail kommt zurück. Also entweder mit, hey Sabrina, danke für deine Bestellung. Klar mache ich das, ich schicke dir das Produkt natürlich zu. Oder mit einer Nachricht, nee Sabrina, das geht leider nicht. Also von wegen, ich schicke nicht an andere Wollgeschäfte oder irgendwas. Also ich hätte auf jeden Fall, hätte ich eine
Antwort auf meine super lieben Nachrichten halt irgendwie schon erwartet. Und dann verstrichen so die Tage und ich dachte, okay, wenn sie schon nicht antwortet, wäre es ja schön, dass ich mal eine Bestellbestätigung habe ich ja bekommen, aber eine Versandbestätigung bekomme, dass ich halt weiß, okay, Bestellung ist eingegangen, das ist auf dem Weg. Aber einfach halt gar nicht zu hören, war für mich in dieser Situation, weil ich ja auch nicht wusste, ob sie wirklich an mich dieses Produkt verschickt, irgendwie eine ganz doofe Situation. Und ich habe gewartet, 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 habe immer irgendwie total zwischen den Stühlen gehangen und hatte dann eine Woche später, habe ich dann nochmal eine super liebe E-Mail geschickt. Ja, hey, ne, ich bin's nochmal, ich habe das und das bei dir bestellt und wäre super schön, wenn du mir antworten könntest, ob du mir das schickst oder ob du das nicht machst. Also ich habe wirklich von meiner Seite so viel kommuniziert, wie es halt für mich ja, irgendwie möglich war und was für mich sich gut anfühlte. Und es kam wieder keine Reaktion. Wo ich dann nur so dachte, also es sind mir so Gedanken durch den Kopf gegangen. Vielleicht liegt die gute Frau im Krankenhaus. Vielleicht kann die gerade nicht antworten. Vielleicht ist sie auch in Urlaub. Vielleicht ist sie verstorben. Also ich hatte wirklich Gedanken, wo ich nur dachte, ich mache mir jetzt um irgendeine fremde Person, die halt einen Onlineshop betreibt und mir jetzt gerade nicht antwortet, total die Gedanken. Und dadurch, dass ich halt weiß, wie wichtig dieser Kundenservice auch ist und das jetzt mal zu erleben, überhaupt nicht zu hören, gar keinen Kundenservice zu erfahren, war für mich wirklich eine schlimme Situation, weil ich habe mich irgendwie die ganze Zeit total in der Luft hängen gefühlt und ich wusste jetzt ja nicht, soll ich jetzt weitersuchen und bei einem anderen Onlineshop bestellen und versuchen, dass ich das Produkt da kriege oder warte ich einfach ab, die ist jetzt noch eine Woche in Urlaub und dann wird es losgeschickt. Also ich wusste ja wirklich gar nichts und die einzige Sicherheit, die ich so für mich hatte, okay, ich habe es ja per PayPal bezahlt und falls das da überhaupt nichts werden sollte, kann ich es über PayPal zurückgeben. Das heißt also, ich habe dann so dieses Sicherheitsgefühl, was mir total fehlte bei dieser Bestellung, quasi an PayPal abgegeben. So von wegen, die habe ich noch im Rücken, da kann ich das immer noch machen. Und dann habe ich irgendwann nach 3 oder sogar 4 Wochen, habe ich dann nochmal eine E-Mail geschrieben und habe gesagt so, hey, ne, ich hänge hier total in der Luft, wäre total schön, wenn du dich melden könntest, ob ich das Produkt jetzt kriege oder nicht, weil sonst würde ich das nämlich dann per PayPal wieder zurückgeben, dass ich halt wenigstens mein Geld zurückbekomme, wenn du mir schon nicht schicken möchtest. Da habe ich auch dann nichts gehört und dann habe ich nochmal eine ein bisschen deutlichere E-Mail geschrieben, so von wegen, also wenn du jetzt bis dann und dann mir keine Antwort gibst, was jetzt los ist, dann werde ich das per PayPal zurück erstatten lassen. Und dann gucke ich irgendwie ein paar Tage später auf mein Girokonto und zack, war die Buchung da und ich habe das Geld zurückgekriegt. Also ohne, dass ich es angestoßen habe, sondern diejenige muss das dann ja irgendwie über ihr PayPal-Account halt zurückgegeben haben, wo ich dann auch nur dachte, keine E-Mail, keine Nachricht, es gibt einfach nur das Geld zurück. Also, wo ich mich dann auch irgendwie total bekloppt gefühlt habe, so von wegen, also, ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich dran bin, warum es mir jetzt nicht geschickt wird. Vielleicht hat sie das Produkt ja selber nicht mehr oder ist im Moment gerade verhindert und kann gerade nicht irgendwelche Produkte verschicken. Also, du siehst schon, diese Situation war einfach so übelst schlimm für mich. Und ich habe das auch mit meiner Familie besprochen. Ich so, ich habe da was bestellt und ich kriege die Waren nicht. Und dann alle auch so und so. Also meine Familie war auch total perplex. Wieso kann doch nicht sein? Das läuft doch so gar nicht. Und also ich war wirklich einfach nur super sprachlos. Und also ich kann jetzt immer nur noch den Kopf schütteln, wie man sowas machen kann. Weil ganz ehrlich, ich würde A, diesen Onlineshop niemals weiterempfehlen. Ich würde da auch selber nie mehr einkaufen. Ich würde mir nicht mal mehr die Seite angucken, weil ich einfach so angefressen bin, wo ich so denke, das geht einfach nicht so mit irgendwie Kunden umzugehen. Und ich war in dem Moment Kunde. Ich habe ganz normal die Endkundenpreise bezahlt und die Versandkosten und alles. Und ich kann dir ja einfach mal schildern, wie ich das mache, wie ich einfach versuche, dass die Kunden sich einfach sicher fühlen, dass sie halt auch in diesem ganzen anonymen Umfeld einfach eine Sicherheit haben und wissen, okay, die verlassen sich auf mich und die kriegen auf jeden Fall ihre Ware, die sie bestellt haben. Was ist denn jetzt rundum guter Kundenservice? Und für mich fängt Kundenservice schon an, wenn der Kunde noch nicht mal Kunde bei mir ist. Wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, entweder hallo Frau Kalem oder liebe Sabrina, ich habe dein Video gesehen auf YouTube und ich habe noch eine Frage dazu, ich weiß nicht,
ob die beiden Farben gut zusammenpassen, kannst du mir vielleicht noch ein Foto dazu schicken oder was auch immer, dann ist das in dem Moment erstmal eine Nicht-Kundin oder Nicht-Kunde und der schreibt mir eine E-Mail und die bekommen natürlich von mir eine super nette Antwort und meist ist auch so, sobald ich eine Anfrage kriege, habe ich das Ding auch verkauft. Einfach, weil ich dann Fotos schicke. Wenn das kompliziertere Beratungen sind, mache ich quasi auch manchmal Videos, habe ich jetzt letztens gerade gemacht und präsentiere den Leuten dann die Wolle, die sie in der Auswahl haben, halte die zusammen, erkläre nochmal, was ich machen würde, wie viel sie brauchen und so weiter. Also ich mache, ne, ich tue alles, um die Kundenfragen zu beantworten, dass der Kunde einfach weiß, boah, die kümmert sich, die hat Ahnung und die hilft mir weiter und da bestelle ich dann super gerne. Also bei mir fängt Kundenservice schon vor der Bestellung an. Dann kann es ja sein, dass jetzt ein Kunde schon bestellt hat und in der Bestellung dann so ein Freitextfeld ausfällt und sagt, oh Sabrina, ich habe jetzt mir die beiden Farben ausgesucht, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe meine Bestellung zwar schon bezahlt, aber vielleicht passen die gar nicht so zusammen. Was meinst du denn? Und habe ich für die und die Größe vielleicht die richtige Anzahl bestellt? Also es können ja tausende von Fragen kommen. Und natürlich kriegt der oder diejenige dann natürlich eine Antwort von mir, wo ich weiterhelfe und sage, hey, yo, die Farben passen zusammen oder die geht gar nicht, nehme mal lieber eine andere. Das heißt, er kann dann auch, obwohl er Farbe A und B bestellt hat, nochmal wechseln, weil ich sage, du, ne, nimm mal lieber das. Das heißt also, auch obwohl die Bestellung abgeschickt ist, obwohl die Bestellung bezahlt ist, kann man natürlich dann noch Änderungen vornehmen, weil ne, wir sind ja keine Behörde, sondern ne, es geht ja einfach darum, den Kunden glücklich zu machen. Und wenn der im Shop zwei Farben vielleicht bestellt hat, die wirklich so gar nicht zusammengehen, dann ja, hilft man natürlich sehr gerne weiter. Was natürlich auch sein kann, ist, dass der Kunde dann die Farben oder das, die Wolle, was auch immer er bestellt hat, zu Hause hat. Also ist jetzt nichts, was irgendwie individuell angefertigt ist. Und er sagt, nee, die Farben gefallen mir gar nicht. Den Fall habe ich jetzt gerade auch. Ich habe das bei mir angehalten, das macht mich total blass, das steht mir nicht. Kann ich das umtauschen? Na klar, gibt es dann halt nur, dass der Kunde das zurückschicken kann und ich schicke einfach eine andere Farbe hin, dass er das nochmal mit einer anderen Farbe ausprobieren kann, die ihm vielleicht dann besser steht. Dann frage ich auch, was hast du denn für einen Hauttyp, was hast du für eine Haarfarbe? Und dann, ah ja, okay, dann kann ich dir die Farbe empfehlen. Das heißt, auch dann ne, gibt es natürlich einen Kundenservice und der Kunde ist für mich immer König und ich bin für den Kunden einfach ansprechbar. Wenn der irgendwie ein Problem hat, dann bin ich einfach da. Und natürlich per E-Mail, die können mich auch anrufen, also während der Geschäftszeiten. Das ist alles überhaupt kein Thema. Und was ich mache, um dieses Paket, wenn ich das einpacke, einfach noch persönlicher zu machen, ich lege keine Gummibärchen rein, ich lege keine Kugelschreiber rein, sondern ich habe so Visitenkarten, wo die Rückseite, oder nee, Flyer kann man es besser sagen, Flyer, wo die Rückseite frei ist und da kann ich dann eine persönliche Nachricht an den Kunden schreiben und da bedanke ich mich dann für die Bestellung und das mache ich halt alles handschriftlich und diese selbstgeschriebenen Karten, die kommen so gut bei den Kunden an, weil es einfach was Persönliches ist, was von mir kommt, wo ich dann nochmal herzliche Grüße und viel Spaß beim Stricken und so weiter wünsche, dass die Kunden teilweise mir Karten zurückschreiben, weil sie von mir eine Karte bekommen haben, also es ist so schön. Und dadurch entsteht einfach dieser persönliche Kontakt, der einfach total wichtig ist in diesem anonymen Online-Geschäft, einfach um mit dem Kunden in Kontakt zu kommen, eine Beziehung aufzubauen und vor allem dem Kunden diese Sicherheit zu geben, wenn ich bei Sabrina was bestelle, dann weiß ich, dass ich meine Ware auch bekomme und A, wenn irgendwas ist, kriege ich sie umgetauscht oder B, wenn ich zwei Farben bestellt habe, die gar nicht geht, dann weiß ich, dass Sabrina mir weiterhilft und die richtigen passenden Farben auf jeden Fall findet. Also das ist für mich quasi alles Kundenservice und auch in dieser anonymen Online-Welt für den Kunden als Ansprechpartner halt einfach zur Verfügung zu stehen. Und das, was ich da erlebt habe, das war einfach, man kann nicht mal sagen, unterirdischer Kundenservice, das war einfach ein nicht existenter Kundenservice und bitte, bitte, bitte mach sowas auf gar keinen Fall. Das ist wirklich der gröbste Fehler, den du in deiner Selbstständigkeit machen kannst, einfach nicht für den Kunden da zu sein, nicht ansprechbar zu sein, nicht erreichbar zu sein, denn du kriegst dann keine positive Bewertung, weil Bewertungen sind natürlich im Online-Geschäft einfach so, so wichtig. Du bekommst keine Weiterempfehlung und bekommst auf gar keinen Fall einen Stammkunden. Und das ist ja genau das, was wir im Online-Geschäft haben möchten. Also, wenn du jetzt sagst, du hast das und das als Kundenservice, kannst du das gerne mal unter dieses Video kommentieren, was du denn machst als Kundenservice, was du vielleicht machst, um dem Ganzen eine persönliche Note einzuhauchen. Da freue ich mich sehr drüber.